Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls hier in Majula. Ja, das war's auch schon von denen, was ich noch weiß. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir das letzte Mal waren. Ich weiß nur, hier war es irgendwie zu schwer noch. Hier waren wir, genau. Unsichtbarer Pfad des Irgendwases. Dort war ja auch schon jemand, den wir vorher getroffen hatten, der jetzt weg ist. So, Online-Modus ist mal wieder cool. Toxiforos und dann versucht Blutung. Alles klar, werde ich mal dran denken. Licht wird benötigt. Licht wird benötigt. Digwans voraus. Tresche. Niemandswerft. Schickes Schiff. Ohne Segel. Wo sind wir denn jetzt? Hinter niemand. Oh, shit. Okay, da versucht uns einer... mit ein paar Pfeilen zu eliminieren. Mit Feuerpfeilen sogar. Oh Gott. Oh Gott! Vorsicht vor Loch. Hier werde ich voll beworfen. Oh. Noch... Aua! Aua. Ah, gibt's doch nicht. Stell mich schon wieder an, ey. Da hinten ist der Typ mit den Pfeilen. Hier ist eine. Da draußen steht noch eine. Okay, aber wir holen uns gerade die Kiste. Ja, ach, geil. Titanitscherbe. Meine Nase juckt schon wieder. Ach, komm her. Du Wikinger. Du hast 2-Hit nur. Ich glaube, hier sind wir ganz richtig mit unserem Level. Vielleicht sind wir auch schon ein bisschen zu stark, aber das wollen wir ja immer sein, ne? Stärker zu sein als die Gegner ist ja immer besser. So. Okay, die Feuerpfeile sind nicht allzu viel stärker. So, machen wir mal kurz den Sprintangriff von unserem coolen Falchion. Okay, können wir hier rein? Oh, Tatsache. Schön tiefes Wasser mit Lebensstein und großer Seele des verlorenen Untoten. Da werde ich gleich mal wieder benutzen. Yay! Schimmernder Lebensstein haben wir sogar noch. Ja. So. Unser Leben ist auch noch ein bisschen minimal. 3 Stück gleich wieder mal. Na gut. So, den haben wir. Den einen, der ist weg. So, die haben noch keine Chance gegen uns. Wir sind Ritter von Dranglake. Naja, eigentlich sind wir es ja nicht, aber das wissen die ja nicht. So. Dunkles Harz, alles klar. Macht Finsternisschaden. Ja, wahrscheinlich. Finsternisschaden, alles klar. Haben wir aber halt alle Sachen zusammen. So, wer bist du denn? Stirb! Oh, die machen aber mega Blutungsschaden, da muss ich aufpassen. So, Eisenpfeile, sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Doch, eigentlich schon, das sind ja stärkere Pfeile. So, haben wir hier noch was? Nö. Dann können wir ja mal eine Etage höher. Noch links. Was steht hier? Umweg voraus. Ja, geil. Ich liebe Umwege. Denn dort befinden sich meistens immer Items, die man brauchen kann. Denn wofür würde man sonst hier lang laufen? Oh. Wo lief der denn? Oh, ich hab den hinter... Oh Gott, was war das denn? Öl? Ich hoffe einfach mal, dass es kein Öl ist, weil mit Feuerfallen ist das eine... Oh, Hundi! Oh Gott. Das waren ein paar zu viele Gegner für meinen Geschmack. Okay, hier ist nix. Hier war der Umweg, ne? Ja, hier war der Umweg. Sehr schön.
Dann ist hier unten. Okay. Oh Gott. Ist das Öl? Oh, Tatsache. Gott, jetzt sind wir Öl getränkt. Das ist ja super. Wenn uns jetzt ein Feuerfall trifft, dann gute Nacht. Oh, eine Nachricht wurde bewertet. Wollen wir mal schauen, welche das ist. Geschriebene Nachrichten. Ja gut, wir hatten bisher nur eine. Trio voraus. Sehr schön. Und was bringt uns diese Scheiß... dieser Scheißraum hier? Ist hier was? Nee. Können wir hier was in Brand setzen? Nee. Hä? Wofür? Können wir die Seile durchschalten? Nein. Gut, dann nicht. Dann begeben wir uns mal weiter. Hoffentlich gibt es hier keine Feuerpfeiler-Typis mehr. Vorsicht vor links. Hä? Ist doch gar nichts. Scheinbare Wand voraus. Oh Gott. Falsche Taste. Hier ist kein... hier ist keine unsichtbare Wand. Ne, hier ist keine unsichtbare Wand. Oder scheinbare Wand. Was für Lügner. Oh, hier ist auch nichts. Oh, da hinten ist noch ein Item. Hä? 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 Bin ich blind? Hä? Ich bin das gerade nur eingebildet? Oder seht ihr das Item da auch? Okay. Okay. Aha. Ring der Lebenssicherung. Was ist das denn? Ring der Lebenssicherung. Ring. Hebt Tod auf. Achso. Okay. Können wir unsere Seelen saven? Tja, zum Glück haben wir den noch gefunden. Durch. Nicht Glück, aber durch Skill. Ja. Nennen wir es Skill. Oh Gott, das. Ei! Ah. So. Die sind gefährlich, die machen extrem viel Blutung. Oh Gott. Fackel? Ich habe keine Fackel. So. Ramponiertes Stoffgehorn. Aber bevor wir zu denen da hinten gehen, werde ich euch zeigen, was sie mit der Fackel meinen. Und zwar hier unten. Kann man unsere Fackel anzünden? Dafür haben wir zwar keinen... Schild mehr, aber dafür können wir den Weg erleuchten. Aber die netten Kollegen hier haben Angst vor Licht, wodurch wir die schön platt machen können, ohne dass die uns angreifen. Hätten wir noch ein Pharos-Ding, ganz könnten wir die Lampe dort anmachen und dann ist es hier dauerhaft hell. So. Oh. Achso, wir haben ja unser Licht. So. Dann mit der Fackel sind die Gegner... oh Gott. Oh, was? Oh, super. Das Problem aber bei den Typen ist, nach einer Zeit scheißen sie auf deine Fackel und greifen dich an. Habt ihr ja gesehen und dadurch gibt es dann Damage durch den Blutungsschaden dann nochmal und dann mega scheiße und dann dumm. So, der Typ hier, der kann ruhig aufstehen. So, dann machen wir die hier mal zuerst. Run, Forest! Aua. So. Ah, keine... trinkt der? Der trinkt doch nicht. Das ist frech. Erst nach dem Kampf, Kollege. Erst nach... okay, der kann uns gestohlen bleiben. So, hier, da kommt einer von oben. Und den haben wir geblockt. So, kein Ding. Na komm. So... der Typ. Oh Gott. Ich glaube, den machen wir immer mit. Ich glaube, es ist ganz nützlich, hier mit Fackel rumzulaufen.
Ja, ignorier meine Fackel, du Spast. So, hier war ja nichts mehr. Ja, erstmal was trinken. So. Ja, du kannst mich werfen. Es war jetzt blöd, jetzt können wir nicht blocken. Das heißt, wir müssen hier unsere Ausweichskills unter Beweis stellen. So, oder einfach nur zuvor agieren. Pam, Junge. Können wir das anzünden? Nee, wir haben nur noch 33 Minuten Fackel, Licht. Das heißt, wir müssten uns ein bisschen beeilen hier oben. So, hier, du kannst nichts sehen. Ja, hier und voll ab. Und zack. Sehr schön. Was ist hier? Schwere Stiefel. Mal schauen. So, das ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Problem ist, hier sind eine Menge Leute drin. Ja, da kommt auch schon der erste von der Decke. Aber durch das Licht. Könnten wir uns einen Vorteil ergattern. So. Irgendwie haben wir jetzt aber den Blutungsschaden überlebt. Keine Ahnung wie. Finde ich aber gut. Dann können wir hier mal weiter. Wir haben schon wieder 8000 Seelen. Reicht das überhaupt schon für ein Level Up? Oh. Hey, Kollege. Es ist zu hell für dich. Ja, selbst schuld. Kauf dir eine Brille. So. Das Problem ist, die können auch Wände einruppen. Glaube ich. Oh. Komm, machen wir mal aus hier. Und schauen erstmal hier nach. Ja. Schätzen. Großschwert. Alles klar. Und hier. Ah. Oh. Gift. Okay. Lol. Silberner Talisman. Okay, hier ist eine Falle. Schreiben wir mal nach. Schreiben wir doch kurz eine Nachricht, weil hier noch keine steht, zufälligerweise. Ob Ort. Ist das ein Ort? Nee. Objekt, Falle. Nein, das war. Objekt, Falle. Falle voraus, ja. Okay, jetzt stehen hier wieder mehrere. Geschoss voraus. Gift vor. Okay, ich schreibe lieber Falle, weil es, so wie es aussieht, scheint das alles zu sein. Es ist immer unterschiedlich, was rauskommt. So, Falle speichern. Achso. Speichern. So. Das soll er direkt über der anderen schreiben. So, wer bist du denn? Who are you? Das habe ich gerade gefragt. I, Gavlan. Achso. Gavlan will, Gavlan deal. Alles klar. Gavlan wants so. Ah, ja. Many, many so. Okay. What you want. Gute Sachen wollen With wir. Gavlan, you will, you deal. Ja, okay. Ein Händler also. Gegenstand kaufen, was hast du denn? Erhöht Balance, ja, gut. Giftpfeile, ja gut. Oh, verringert Giftansammlung und heilt Gift. Das ist aber mega teuer, lassen wir mal. Aber das Coole ist, bei ihm können wir verkaufen. Die Sachen, die wir nicht brauchen oder sagen wir mal doppelt haben. Das haben wir doppelt. Das haben wir doppelt. So, haben wir hier irgendwas doppelt? Ja, guck mal. Das haben wir doppelt. Das haben wir sogar dreimal. Das haben wir auch dreimal. Das haben wir auch dreimal. Guck mal, da kommt einiges zusammen. Boah, 300 Seelen für einen Scheißhelm. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder. Hier haben wir nichts. 10. Lol, jedes davon ist 10 Seelen wert. Das ist auch ein bisschen läppsch, oder? So, okay.
Many deal, ja. Many thanks. Bitteschön. So, was geht denn dann noch so ab? Ach genau, kurz zeigen, was wir gerade bekommen haben. Es sind diese hier. Verwandlungsverschmelzung mit Umgebung. Bei Dark Souls 1 gab es einen Zauber, womit man sich mit der Umgebung verschmelzen kann. Wenn wir das benutzen, dann würden wir, glaube ich, zu so einem Pot werden oder also zu so einem... zu halt, was in der Umgebung halt rumliegt. Halt, womit man sich verstecken kann. Warum ist hier eine Höhle? Naja, egal. Oh, nein, jetzt sind wir schon wieder Öl durchflossen. Sieht man auch richtig schön. Sind wir schön nass. Jetzt ein Pfeil. Oh. Jetzt ein Feuerpfeil und wir können eigentlich einpacken, glaube ich. Deswegen schön aufpassen. Okay. Was ist... Schalter. Oh, da macht sich was. Die Lichter gehen an in den Zellen. Das Schiff bewegt sich. Oh mein Gott. Von Geisterhand bewegt sich das Schiff Richtung Hafen. Also nach da unten. Und jetzt können wir auch an Bord gehen. Wie echte Piraten. Yo-ho, yo-ho. Und eine Buddel voll rum, nicht wahr? Lebenssteine, wieder sehr schön. Zunge, aber... Was? Zunge, aber Loch. 500... Verstehe ich nicht. Irgendwas wird benötigt. Nicht hier. Hier sollte man nicht drunter springen. Da hat er vollkommen recht. Ach, hier. Und dann hier. Tatsache. Ist hier was drin? Ich glaube, und das Öl geht auch langsam von uns. Oh shit. Oh shit. Okay, wir müssen hier raus. Schnell! Alter Junge. Oh Gott. Ah, er kommt da nicht durch. Was? Aber durchschlagen können sie. Das ist nicht allzu geil. Okay, schnell. Schnell wieder ändern hier. Ah, die stehen da extrem schön. Puh, puh. Das ist echt scheiße. So, das war einer. So, wir haben 11.000 Seelen, die will ich jetzt nicht verlieren. Close enough, würde ich sagen. Boah, die Viecher sind aber echt, nicht schön. Feuerpfeile, toll. Schützenposition? Hä? Wofür? Hier ist doch gar nichts mehr. Stoß in den Rücken voraus, Distanzkampf. Was ist denn hier? Hier ist ja gar nichts. Hier waren wir nämlich schon. So, dann gehen wir mal hier runter. Hier konnte man auch schon eher hin, glaube ich. Oh, wie, hier ist noch so ein Spacken drin. Ah, ne, hier sind nur... Hier ist eine Bar! Voller Piraten! Yo-ho, yo-ho. Okay. Buddel voll rum. So, wir dürfen mit unserem Falcon nicht mehr angreifen. Das ist nämlich schon fast kaputt. Estus Flakon Sterbe, sehr nice. Okay, warte mal, kann man die Zasch kaputt machen? Da war irgendwas drin, ne? Nee, deswegen werden wir mal kurz mit unserem... Vergiftet, ja, okay. Wurfmesser und Flammenschwerter, Alter! So... Ich wollte schon sagen, dass wir jetzt gegen das Gift verlieren. Alter, das Gift ist mega stark hier.